Und alles boshaft. Bus. Entscheiden Sie den heute. Bei erst ein Schlückchen Eisach. Nee, also jetzt reicht's. Nee, also jetzt reicht's auch. Tschüssi, komm mal. Komm, guck dir das mal an. Geht Alf ins Dschungelcamp. Also die lassen ja wirklich von nicht mal den Heiligtümern des deutschen Fernsehens, von Classics, die Finger. Jetzt reicht's nicht. Du weißt, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für die Rückkehr des Perspektivenspastiks. Komm mit. Jungs, Alter, jetzt zockt ihr auch FIFA den ganzen Tag, währenddessen schickt ihr Bild in Alf ins Schuh. Nein! 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 Ja, irgendwo reicht's auch. Da ist doch wirklich das Maß voll im Oktoberfest irgendwann. So. Na, warte mal, der Text. Take a hit from a split. Yeah. Ey, yo, DJ Arrow. Gib mir den Heads-Kampagnen-Beat. Schmierlappen, Gelfrisur, Kreidebleiche, Hautfarbe, Recherche können wir auslassen, Hauptsache Auflage. Lock und Kuli griffbereit im sportlichen Blazer, rote Schlagzeilen spiegeln sich in meinen Hornbrillengläsern. Ich bin Bildredakteur, yeah, ein Silbenjongleur, bring Stories mit mehr Fantasie als ein Filmregisseur. Das ist ein harter Job, ich tipp mir die Finger wund dabei. Bist du für kein Interview bereit, erfind ich kurz mal ein, yeah. Kein Grund mich vom Hof zu jagen, das gibt ne Headline mit Alliteration zum Namen in rot gemalten Großbuchstaben. Skrupel hab ich ganz persönlich gar keinen, ein paar skandalöse Schlagzeilen, du bist allergrößter Staatsfeind. Dein Kind stirbt, dann erfährt die Mama das in der Presse. Die Tür ist ein Spalt auf, zack, Kameras in der Fresse. Mein Beileid, gute Frau, hier ein Fuffi für ein Exklusivfoto. Und jetzt bitte schluchzen Sie ins Mikrofon. Dann Schluss mit Weinerei, Sie sind ja schon ein heißes Teil. Ich hätte nen Job für Sie und Ihre Titten auf Seite 3. Wenn ich nicht weiter weiß, was ich als Titelblattgeschichte nehme, dann irgendwas mit Flüchtlingen und Kriminalstatistiken. Das passt schon so. Jawohl. Jawohl, Chef. Schreib ich so runter. Und schreib ich so runter. Jawohl. Wird gemacht. Ey. Eins hab ich gelernt im Journalismusstudium: Man braucht gar keine Story, nur ein Stift und Publikum. Und für die Klicks nen Superschurken, ja, als Sündenbock. Jeder, der bekannter ist als ich, erfüllt den Job. Nehmen wir Kollege oder Kollege, diesen aufgemotzten Rüpel-Rapper. Da kann man echt nur mit den Augen rollen wie Würfelbecher. Echt, was sich dieser Rapper da leistet. Nein, nein, ich sprech nicht von seinem Bentley und Daimler. Ich sprech von seinen Texten und Reimen. Ja, ich check nicht mal die Hälfte, doch weiß, dass sie echt schrecklich gemein sind. Ich geb zu, ich check nicht immer, wo sich was reimt oder die Wortspiele. Doch sein Humor ist nicht meins. Ich bin weiß Gott ein witziger Knabe. Weil mein Headline schießt mir oft schon die laktosefreie Milch aus der Nase. Mit Kollegen würde ich echt nicht tauschen. Er hat zwar Fame, das Geld und Aussehen, aber ich hab mehr Respekt vor Frauen. Und wenn meine Jugendliebe aus der Schule liest, wie ich vor der Kanne in der Bild gegen den Bulli schieße, dann wird sie sich bestimmt bei mir melden. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg sie ins Bett. Meint ihr? Und wenn nicht, ja, dann verpisst sie sich besser. Zurück zu ihrem sexistischen Ex, der sie nicht mal beschenkt. Sie Schlampe. So, Toni ist im Kasten. Aber hey, Seite 3. Erzähl mir doch nichts, Mensch. Seite 3 sind die geilsten Mädels, Junge. Die Bild lässt sich nicht lumpen.